Also ich bin durch meinen Job nach Karlsruhe gekommen. Ich würde schon sagen, dass ich mich heimisch fühle, aber ich finde, Heimat ist doch noch viel mehr als einfach nur so ein ständiger Wohnsitz. Also ich fühle mich hier definitiv wohl und ich bin heimisch, aber dieser Heimatbegriff hat für mich irgendwie noch mehr. Also ich würde als von meiner Heimat immer noch so von meinem Geburtsort sprechen, so der Ort, wo ich dann aufgewachsen und sozialisiert bin. Und das sind vor allem zwei Geräusche, die ich so mit diesem Ort verbinde, der halt auch eng an mein Elternhaus gekoppelt ist. Und das ist zum einen so das ferne Hupen von einem Zug, weil wir in der Nähe von so einem unbeschränkten Bahnübergang gewohnt haben. Und da hat so eine Bummelbahn, die dann gegen Norden fuhr, die hat immer einmal so gehupt, mehrmals am Tag. Und das ist so ein Geräusch, was ich mit der Heimat verbinde. Und zum anderen ist das Wind, der durch Baumkronen rauscht. So von meinem Fenster hatte ich mehrere Kiefern stehen und ja, da ging immer der Wind durch. Und das ist so ein ganz typisches Geräusch, was ich immer noch sehr gerne höre. Was mir so ein heimatliches Gefühl irgendwie vermittelt und was ich sehr gerne mag, das ist der Botanische Garten, der ja direkt an die Kunsthalle gekoppelt ist. Und wenn man da sitzt und so auf die historischen Gebäude blickt, also gerade der Blick auf die Orangerie und die junge Kunsthalle, das sind so zwei Gebäude, auf die ich sehr gerne gucke. Und das Ganze so verortet am Botanischen Garten, finde ich, schafft das so eine sehr schöne Verbindung zwischen Kunst und Natur, obwohl es natürlich was Künstliches ist, gleichzeitig aber was Kunstvolles. Und da fühle ich mich immer sehr eingeladen an diesem Ort. Mein momentanes Lieblingsbild im Bestand der Kunsthalle ist von Friedrich Kallmorgen, eine Farblithografie. Der Titel ist Das holländische Fischermädchen. Also ich finde die Figur des Fischermädchens, die dargestellt ist, unglaublich faszinierend. Man sieht das Mädchen aus einer leichten Untersicht und sie hat, obwohl sie doch noch im Kindesalter ist, hat sie was gar nicht kindlich ist, sondern so was ganz Selbstbewusstes. Und das finde ich irgendwie, also sie hat eine tolle Ausstrahlung. Und obwohl das jetzt kein tiefgründiges Bild sicherlich ist, fasziniert mich so diese Persönlichkeit. Das Kunstwerk, mit dem ich Heimat verbinde, da würde ich jetzt Erich Heckel nennen, die Geschwister. Das hängt bei uns in der Orangerie. Ich bin selber mit drei Geschwistern aufgewachsen und die sind natürlich ein ganz wichtiger Teil meiner ortsungebundenen, meiner seelischen Heimat. Ich finde, am besten in die Kunsthalle und eben an keinen anderen Ort der Welt passt das Gastmahl des Plato von Anselm Feuerbach. Ich muss dazu sagen, es gibt ja noch eine zweite Fassung von dem Gemälde, was in Berlin hängt. Und ich finde aber gerade für Karlsruhe, also dieses monumentale Format, was dieses Bild mit sich bringt, das ist für mich so eng mit dem Raum verbunden, der ja auch nach dem Künstler benannt ist bei uns. Das hat für mich so was, was ich mir so schlecht in einem anderen Museum vorstellen könnte. Also ich habe als sehr positive Erinnerung an die Zeit im Museum meine netten Kolleginnen und Kollegen, die super tolle familiäre Atmosphäre in meinem Team. Und was so eine spezielle Erinnerung ist, ist die Vorfreude und die Spannung, wenn ich eine unbearbeitete Mappe mit Grafiken aufmache und wenn ich nicht weiß, was mich da erwartet. Die staatliche Kunsthalle ist für mich ein ganz besonderer Ort, vor allem wegen der historischen Bausubstanz. Das Museum wurde ja eben auch als solches geplant und gebaut und deshalb hat man eben die Kunstwerke noch, die werden eben in historischen Räumlichkeiten präsentiert. Und das ist natürlich was ganz anderes als in einem modernen Museumsbau mit weißen Wänden, der White Cube. Ja, allein schon, wenn man die Kunsthalle betritt, taucht man eben in diese erhabene Atmosphäre ein. Man fühlt sich selber dann durch die teils wahnsinnig hohen Räume sehr klein und unbedeutend. Und im positiven Sinne, finde ich, ist man da auch geerdet und nimmt so die eigene Vergänglichkeit so deutlich wahr. Orte oder Gegenstände, die für mich ein Geheimnis bergen im Museum, das ist natürlich zum einen jedes Werk, mit dem man sich noch nicht näher beschäftigt hat. Da gibt es ja eine ganze Menge. Stichwort, man sieht nur, was man auch weiß. Und da gibt es natürlich viel zu entdecken. Und so richtig als bestimmter Ort wäre das zum Beispiel das Gemäldedepot. Ich finde, also da ist ja ein sehr großer Teil der Sammlungen gelagert. Und das hat so ein bisschen was Mystisches, weil die Bilder erst sichtbar werden, wenn man die Wände herauszieht. Und man fühlt sich dabei ein bisschen wie ein Schatzsucher. Und man sieht eben auch die Kunstwerke in so einem völlig anderen Umfeld. Also sie sind ja rausgelöst aus der Präsentation, wo sie sonst in einem Kontext stehen, zusammen mit anderen Bildern. Und da hängen dann Epochen und Stile völlig unabhängig nebeneinander. Und das hat für mich irgendwie was Geheimnisvolles auch. Bei mir zu Hause würde ich gerade mein aktuelles Lieblingsbild sehen. Und zwar der Kallmorgen, das holländische Fischermädchen, in einem ganz hellen, schlichten Holzrahmen überm Schreibtisch.